Wir wollten heute mal über das Problem sprechen, dass man ja öfter mal eine Spiellinie hat, die versperrt ist, dass irgendwas dazwischen ist. Bei Bäumen und Büschen weiß jeder, dass da kriegt man auf keinen Fall eine Erleichterung. Und auch sonst kriegt man fast nie eine Erleichterung. Es gibt aber ein paar Ausnahmen und das wollten wir heute gerne mal zeigen. Hier ist mal ein Beispiel. Vielleicht kannst du mal zeigen, wo die Fahne ist, wo ich hinspielen möchte. In der Theorie. Genau, da möchte ich hin zur Fahne. Aber ich habe natürlich die Spiellinie verdeckt. Von der Spiellinie kriege ich keine Erleichterung. Hier ist es aber so, wenn ich spielen würde, wäre mein Schwung behindert. Das heißt, ich kriege hier sehr wohl eine Erleichterung, aber nicht wegen der Spiellinie, sondern weil einfach mein Schwung oder mein Stand behindert wären. Das heißt, ich könnte mir jetzt den nächstgelegenen Punkt der straflosen Erleichterung suchen. Ich dürfte nach hinten gehen, das ist, dann wäre ich wahrscheinlich hier. Ja, wird auch eng. Ja, hier. Oder ich dürfte auch hier hingehen und das ist natürlich näher. Also wäre mein nächstgelegener Punkt der straflosen Erleichterung wahrscheinlich hier. Dann könnte ich von hier aus eine Schlägerlänge Radius nicht näher zum Loch droppen und der Ball wäre dann irgendwo hier im Spiel. Soweit dazu. Wenn ich jetzt hier liegen würde. Genau, mach das nochmal deutlich, bitte. Genau, jetzt liege ich weiter weg von der Hütte. Die Spiellinie ist aber behindert. Und mein Schwung ist nicht behindert. Ich komme da überhaupt nicht an. Mein Stand ist auch nicht behindert. Keine straflose Erleichterung. Weil die Spiellinie selber ist in den allermeisten Fällen kein Grund für eine straflose Erleichterung. Jetzt haben wir wieder eine sehr ähnliche Situation. Mein Ball liegt hier neben der Hütte. Da ist die Fahne wieder. Und eigentlich wäre mein Schwung ja unbehindert. Aber wenn du mal näher rankommst und zeigst, wie der Ball hier liegt. Der liegt hier nämlich auf zwei so Zweigen. Da weiß ich jetzt schon, das wird ein schwerer Schlag und vielleicht unkontrolliert. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, ah, ich will dahin spielen. Jetzt ist mein Schwung behindert. Jetzt kriege ich straflose Erleichterung und messe mir das aus, nicht näher zum Loch und droppe vielleicht irgendwo hier. Das brauche ich gar nicht zu Ende zu machen, weil das ist nicht erlaubt. Das, was ich hier versucht habe, ist eine sogenannte unvernünftige Spielrichtung. Ich spiele ja gar nicht dahin, wo ich eigentlich hinspielen will. Das heißt, das wäre gar nicht erlaubt, sich aufgrund dessen eine straflose Erleichterung zu holen. Aber mit der Spiellinie hat es noch nichts zu tun, da kommen wir jetzt zu. Hier haben wir jetzt eine der wenigen Ausnahmesituationen, wo wir Erleichterung in Anspruch nehmen können, wenn sich etwas auf unserer Spiellinie befindet. Wir sind hier auf dem Grün und haben hier folgenden Fall. Darf ich mal eben rangehen, dann, sonst sehen die Zuschauer das Das gar stimmt, dann sieht man das besser. Ja. Hier befindet sich einmal unser Ball und davor können wir zwei von Tieren gegrabene Löcher eindeutig, glaube ich, erkennen. Ja, Diese beiden. Von Vögeln gemacht. Von Vögeln vermutlich. Und das ist jetzt, wie eben gesagt, eine der speziellen Ausnahmesituationen, wo ich jetzt eben Erleichterung in Anspruch nehmen darf. Heißt, nächstgelegene Stelle der Erleichterung, wo ich eben diese Vogel- oder Tierlöcher nicht mehr in meiner Spiellinie habe. Hier sieht man die Fahne. Das ist jetzt ein Provisorium, weil wir im Winter sind und noch auf dem Wintergrün spielen. Streng genommen sind die Sommergrüns gesperrt, aber. Aber unsere Zuschauer werden das verstehen. Also wie gesagt, nächstgelegene Stelle der Erleichterung. Darf ich das mal zeigen kurz? Denn das bedeutet ja, dass du im Grunde von der Spiellinie runter musst, ne? Genau, von Genau, der das hast du Spiellinie jetzt hier runter. gemacht. Meiner Meinung nach ist der nächstgelegene Punkt wäre nach links, also hier hin. Und natürlich immer noch zu beachten, nicht näher zum Loch. Wäre dann beispielsweise hier. Okay. Dann habe ich natürlich auch noch die eine Schlägerlänge, die ich dann hier anwenden könnte, wohl beispielsweise hierhin, diesen Viertelkreis. Und dann allerdings wichtig ist, ich muss den Ball hinlegen und nicht droppen. Weil es auf dem Grün ist. Weil es auf dem Grün ist, genau, weil es halt eben diese Ausnahmesituation ist. Ball liegt hier. Okay. Und so ist das. Schiedsrichter würde jetzt sagen, Ball im Spiel. Ball ist im Spiel, spielen Sie bitte weiter. Genau. Das, was Ähnliches hatten wir schon mal angesprochen in einem anderen Video. Das seht ihr, wenn ihr es euch nochmal anschauen möchtet, hier oben. Schaut gerne nochmal rein zum Auffrischen, sofern ihr es vergessen habt. Kommen wir jetzt zur nächsten Ausnahmesituation. Was hast du uns da mitgebracht? Ja, ich habe hier die zweite Ausnahme, wann man von der Spiellinienbehinderung, wenn man so will, eine Erleichterung bekommt. Das gilt nur dann, wenn eine bestimmte Platzregel in Kraft ist, F5 heißt sie, glaube ich. Das muss man natürlich vorher sich angeguckt haben. Das wird bei hochklassigen Turnieren häufig genommen, aber auch auf Profitouren findet man diese Platzregel
relativ häufig. Auf der Hardcut dann auch? Zum Teil auf der Hardcut. Okay. Genau. Aber so ganz genau weiß ich es jetzt gar nicht. Muss ich auch nachgucken. Aber gut. Und, so, ne? Aber wenn es auf der Hardcut gilt, steht das für eine ganze, gilt das für eine ganze Saison? Wenn es auf der Hardcut steht, ja. Die wird einmal pro Saison überarbeitet. Gut. Höchstens. Okay. Gut. Also, die Platzregel würde dann sagen, wenn sie in Kraft ist, dass man von der Spiellinie von hier unbeweglichen Hemmnis, hier ist so ein Sprinklerdeckel, ich zeig's noch einmal, dann eine Erleichterung kriegt, wenn sie in der Spiellinie liegen. Ist der, aber es müssen noch zwei Bedingungen mehr erfüllt sein. Einmal muss das Ding hier höchstens zwei Schlägerlängen entfernt sein. Ist er. Vom grünen Rand, das ist so. Und das zweite, der Ball darf auch höchstens zwei Schlägerlängen entfernt sein von diesem unbeweglichen Hemmnis. Und das ist hier natürlich auch der Fall. Also wenn jetzt der Ball da hinten liegen würde, dann wäre er zu weit weg. Okay. Und dann wäre das egal, dann würde ich keine straflose Erleichterung kriegen. Aber in diesem Fall, der lag ja ganz nah dran. Und meine Spiellinie ist behindert. Ich müsste also da durchpatten. Und das muss ich, wenn diese Platzregel in Kraft ist, eben nicht tun. Dann würde ich hier auch wieder sehen, dass, wo ist der nächstgelegene Punkt der vollständigen Erleichterung. Das wäre wahrscheinlich hier. Ich habe jetzt gerade kein Tee bei mir, aber das wäre dann etwa hier. Ich lege mal den Ball dahin, das ist jetzt nicht die endgültige Lage. Und von hier aus habe ich wieder eine Schlägerlänge Radius. Und in diesem Bereich darf ich meinen Ball dann droppen. Also dürfte dann hier praktisch den Ball droppen. Jetzt bin ich aus der Spiellinie raus und dürfte dann putten und hätte keine Spiellinienbehinderung mehr. Aber Vorsicht, man muss gucken, ob diese Platzregel in Kraft ist. So, jetzt haben wir unseren Profi Lukas, der ja öfter mal Profiturniere auch spielt, selbstverständlich. Und da gibt es manchmal besondere Bedingungen und die will Lukas einmal zeigen. Genau. Es ist jetzt die dritte Ausnahmesituation, wenn wir etwas in unserer Spiellinie haben. Der Ball befindet sich hier, wie man schön sehen kann. Und das ist jetzt das ist kein Regenschirm, das ist jetzt ein Werbebanner. So stellen wir es uns mal vor. Genau. Darauf können wir uns einigen. Und direkt hinter diesem Werbebanner ist unser Grün und auch unsere Fahne, wo ich natürlich eigentlich hinspielen wollen würde. Darf ich kurz einhaken? Das darf natürlich nicht nur so ein kleines Werbebanner sein. Das könnte auch sein, dass da ein Fernsehturm steht. Und das muss auch nicht nah am Grün sein, kann auch weit weg sein. Also das muss man sich jetzt mal so denken als irgendwie was Großes, was da fürs Turnier steht und sonst aber nicht. Etwas vereinfacht hier für uns. Oder ein Auto steht ja auch häufig da, genau, von großen Firmen. Würde auch so gelten, genau. Genau. Und dann muss aber auch die Platzregel in Kraft sein. Die blenden wir hier unten ein. Und wenn die in Kraft ist, dann hat man eben, kriegt man davon Erleichterung. Erleichterung. Wie gesagt, hier liegt mein Ball. Ich kann jetzt auch einmal zeigen, der Schwung ist in keinster Weise behindert. Es ist wirklich rein meine Spiellinie, die dadurch eingeschränkt ist. So, was mache ich jetzt in dieser Situation? Wir zeigen hier vorab einmal grafisch, wie das aussieht mit diesen zeitweiligen unbeweglichen Hemmnissen. Man sieht hier in der Mitte so einen Fernsehturm, der irgendwo steht. Das kann aber auch ein Werbebanner oder irgendwas anderes sein. Und dann sind die Bälle hier in der Lage A, B, C oder D in der Spiellinie behindert. Und das Erste, was man dann macht, ist, dass man erstmal die Spiellinie sich anguckt. Das sind die beiden durchgezogenen Linien von der Fahne aus. Das gilt übrigens nur beim Anspielen auf die Fahne, nicht wenn man aufs Fairway will oder so. Und von dieser durchgezogenen Linie aus gibt es dann einen Korridor von einer Schlägerlänge. Das ist hier auch nochmal gezeigt. Den darf man freilassen. Und dann darf man außerhalb dieses Korridors an den Punkten A für den Ball A und B für den Ball B und so weiter, sich den nächstgelegenen Punkt nehmen und dort dann eine Schlägerlänge Radius nicht näher zum Loch den Ball in diesem Erleichterungsbereich droppen. Diesen Erleichterungsbereich, das kennt man ja auch von anderen Situationen. Nächstgelegener Punkt, wo ich an diesem Immovable Obstruction, also nicht bewegliches Hemmnis, vorbeischlagen kann, das wäre... Korrigiere mich, Norbert, ist das hier die Linie, nicht näher zum Loch, wäre beispielsweise hier. Genau. Jetzt hier ganz interessant, eine kleine, nochmal eine Ausnahmesituation. Zunächst einmal würde ich mit einer Schlägerlänge mir hier einen Korridor schaffen. So, ein Korridor. Aus diesem Korridor spiele ich gleich aber nicht raus, da ich jetzt nochmal eine Schlägerlänge nehme, in meinem Beispiel jetzt nach rechts rüber, also praktisch bis zum Ende des Schlägers
Und in dieser Schlägerlänge droppe ich dann am Ende den Ball, lasse ihn fallen und spiele dann aus diesem Bereich. Diesen Bereich hier blende ich an sich komplett aus. Das ist nur eine Schlägerlänge, die ich nehme, aus der ich danach aber nicht rausspielen werde. Also für mich der interessante Bereich, wo ich meinen Ball droppen werde, ist tatsächlich von hier bis zu dem vorher reingesteckten Tee. Ich hebe meinen Ball auf, droppe ihn hier. Und Norbert, wie würdest du jetzt sagen? Der Ball ist im Spiel. Ja. In dem Fall ist es immer eine schöne Aussage vom Schiedsrichter, wenn es einen Free-Drop gibt, wenn man gerade im Wasser liegt oder unbespielbar erklärt, nicht so schön, aber der Ball ist jetzt im Spiel und ich habe mit meinem Werbebanner oder Immovable Obstruction keine Probleme mehr. Genau, ja. Ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Also es ist eine straflose Erleichterung, wenn man solche Transitory Immovable Obstructions, TIO, irgendwo auf dem Spielfeld hat. Das passiert auf der Pro-Golf-Tour und ähnlichen Touren, aber es geht natürlich auch mal irgendwie im Sponsorenturnier mit irgendwas auf dem Platz. Dann muss allerdings die Platzregel in Kraft sein, sonst gilt das natürlich nicht. So ist es. Das waren unsere Ausnahmen zur Erleichterung von der Spiellinie. Mal was anderes, aber auch sehr spannend. Genau.